So. Einmal kräftig räuspern, hätte ich vorher machen sollen. Entschuldigung. Hallo und willkommen im Jahr 2023. Was ist so besonders an 2023? Servus, Vectrox. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Silent Code ist mit dabei. Ihr lieben anderen English-speaking man and woman, you're welcome. This is a German-speaking stream. I hope you are well. So viele nette Leute hier. Denk dran, Kanalpunkte schnorren und einlösen. Ich weiß nie, ob das Skript funktioniert. Es sollte. Diätmäßig. Schwierig. Also, Weihnachten und Diabetes ist nicht kompatibel. Da bin ich mir ganz sicher. Happy New Year from Australia. Best greetings from Germany. Dein Doc sieht's nichts. Also ganz ehrlich, es gibt ja diesen Langzeitzucker, HbA1c. Da sieht man sehr lange, wenn man gesündigt hat. Saluti, Wachtmeister Dimpfelmoser. Servus. Ah, das ist der Streamcast-Skript scheint zu funktionieren. Spritz ins Auge, weit genug. Ja, ja, ja. Nein, EVE Online wird in diesem Jahr 20 verkackte Jahre alt. Das hätte ich vor über 10 Jahren nicht gedacht. Da habe ich mir nämlich das erste Packerl, das 10-Jahres-Jubiläums-Packerl gekauft. Da war eine Rifter drin, einige andere schöne Items, Poster, riesengroße schöne Poster. Das Paket steht hier unten in der Ecke. Die Poster sind da und da ist auch meine Rifter mit USB-Hub. Echt. Ja, überleg doch mal. EVE Online 2003 gestartet, lass mich nicht lügen, April in den USA, auf dem US-Markt, stand EVE Online zuerst zur Verfügung und ein Jahr später, fast genau, nagelt mich nicht fest, ich meint auch April, Mai, war es dann für den deutschen Markt zugänglich. Genau, 2003. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist für einen Game-Entwickler eine verdammt lange Zeit. Finde ich. Es mag andere Spiele geben wie Tetris, Mario Bros., aber das ist was anderes. EVE Online ist ein PC-Game. Es gibt zwar die Leute, die dann immer wieder sagen, ja, CCP hat ja noch so viele andere Sachen gemacht und in den Sand gesetzt. Finde ich gar nicht, dass das in den Sand gesetzt ist. Das ist Know-how. Das sind Erfahrungen. Unbezahlbar. Erfahrungen. Das ist, ja. Also, CCP hat ein großes Know-how. Sie haben über 20 Jahre auch manchen Fehltritt gemacht und ins Klo gegriffen, wie man bei uns so schön sagt. Nett gesagt. Aber das Game gibt es noch und 2022, auch wenn der Begriff etwas abgehudelt ist, war ein Game Changer für mich, für EVE Online. Ja, wenn wir uns ein paar Jahre zurückerinnern, nicht ganz so weit, also nur 4 Jahre vielleicht, da kam der Blackout, das war ein Test von CCP. Wir können ja im 00 mal den Local ausschalten, so wie es in Wurmlöchern ist. Kurz danach kam das große Industriepatch, weil
das Marktsystem war nicht mehr ausbalanciert. Das hat natürlich auch bei den Leuten, die mit BPC-Sets handeln oder die mit Schiffen im großen Stil gehandelt haben, vor allem Titans, für viel Verwirrung gesorgt. Und auch wenn ich den Unmut verstehen kann, absolut gerechtfertigt, war das einfach eine wichtige Änderung. Ist einfach notwendig gewesen. Moonwalk. In 20 Jahren ist CCP Hilmers Tochter sehr erwachsen geworden. Wir haben, ich weiß nicht, hat jemand von euch, ihr könnt es hier nicht posten, wir sind ja bei CCP auf dem Kanal. Es gibt ein Foto, wo er seine kleine Tochter, fast noch ein Baby oder noch ein Baby, auf seinem Schoß sitzt und jemand fotografiert von schräg unten. Er sitzt seitlich am Arbeitsplatz. Es ist ein wunderschönes Bild von einem Papa mit seiner Tochter und im Büro, im Office von CCP Games auf Island. Und das sieht die beiden heute mal gut. Er ist ein bisschen älter geworden, ein bisschen ruhiger sogar, würde ich sagen. Und die Tochter ziemlich erwachsen. Das passiert in 20 Jahren. Twitch Drops kann ich dir nichts zu sagen. Ich bin kein CCP-Mitarbeiter. Ich bin nur ein Günstling, der hier streamen darf, weil CCP keinen Mitarbeiter hat, der in deutscher Sprache streamen könnte. Weil CCP Alpha macht den Stream in Russian. CCPB hat letztens einen schönen Stream in Spanisch, fast dialektfrei, also kein, das war ein, also gutes Spanisch, also als Nicht-Spanier, aber der Spanien sehr gut kennt, ich habe keinen Dialekt rausgehört. CCPB macht den Spanischen und weil sie keinen haben, der so dolle Deutsch spricht wie ich, haben sie mich halt gefragt. Alle zwei Wochen, immer montags, ist dann dieser Stream. Ich kann. CCPP ist nicht Deutscher, nein. CCP Mord Fustang, irgendwann muss ich dich wegen deines Namens mal richtig trollen. Muss mich jedes Mal denken, wie ich es ausspreche. Nein, CCP ist Isländer. Hat aber eine gewisse Zeit an verschiedenen Orten der Welt gelebt, außerhalb von Island, und hat auch ein Talent für Sprachen. Sein Deutsch halte ich für passabel. Er selber sagt, es wäre eine der Sprachen, die bei ihm schon doch etwas eingeräustet sind. Aber wir wissen, CCPB ist bescheiden. Und ich denke, dass er da deutlich untertreibt. Und ich hoffe, wir haben ihn, wenn er eingearbeitet ist, in seinem Job im Community-Team, zusammen mit den ganzen anderen Verrückten, die dort arbeiten, aber allen sehr hilfsbereiten und lieben Menschen aus dem Partnerteam raus. Oh, ja, ja, Zungenbrecher, passt. Ne? Nein, wie gesagt, CCPB kenne ich ziemlich lange. Ich weiß noch, wie er als nahezu Jugendlicher seine ersten Fights hatte, wie er gewachsen und gereift ist zu der Persönlichkeit, die er heute ist. Er ist ein Perfektionist und ich sehe noch den in Anführungsstrichen nicht negativ konnotiert, sondern im Positiven. Ich sehe den kleinen Jungen, den Jugendlichen, CCPB, nein, jetzt früher Björn B, wie er dann kämpft bis zum Letzten oder kämpft bis zum Letzten und ist stinkesauer, aber 15 Minuten später lacht er wieder. Dann ist alles wieder gut, aber er fightet sehr. Oh, Seven, Schuss ihn da, grüß dich. Allen, die ich jetzt übersehen habe, seid mir nicht böse, ich bin so ein bisschen langsamer. Ich bin mal gespannt, was das Fanfest ist ja angekündigt worden. Ich werde nicht hinkommen mit Rollstuhl und Co. Kannst du knicken. Das geht nicht. Deswegen werde ich das von außen besuchen. Und Mikios, ja. Die Korbkollegen von damals
haben Nachwuchs, der gerade in dem Jahr in eine eigene Wohnung gezogen ist. Ja, das ist, überleg mal, 20 Jahre. Ich habe über Jahre Spieler kennengelernt, wo Kinder geboren wurden, wo die Einschulungen irgendwann stattfanden. Man spricht dann auch gar nicht mehr so über das Spiel. Die sind in allen Allianzen verstreut. Sind eigentlich eine Menge Leute. Aber man spricht dann nicht über das Spiel, sondern man hat sich über die Jahre einfach angefreundet. Das Kind wurde eingeschult. Man fragt nach Interesse. Wird studieren, welche Fachrichtung. Dann fragst du irgendwann wieder mal nach, wie sieht's denn aus? Studium fast fertig, noch ein Jahr. Das ist das, was EVE Online ausmacht. Dass es halt ein Spiel ist, wo man ja einfach auch länger dran hängt. Also für mich ist es, auch wenn ich andere Spiele auch sehr lange spiele, ist es immer noch das beste Game. Und ich bin auch schon ziemlich lange dabei. Night Sky, grüß dich. Auch 7. CCP, nein, ISD Forgefire. Auch 7, auch dir. Willkommen. Schön, dass du da bist. Ich spreche Deutsch. Ich weiß, dass du das hinkriegst. Üben, üben, üben. So, wir machen heute kein Mining, weil wir kriegen das auch so hin. Ich habe mir gedacht, ich habe eine Flotte aufgemacht und wer nach Langkisi kommen möchte, ich werde den ganzen Stream lang Feuerwerk machen, bis die Schächte glühen. Warte mal, ich zeig's mal eben. Ich werde wohl auch mal das Schiff wechseln, weil 3 Slots sind mir zu wenig. Ich habe mir extra eine Rook gebaut, um auch wirklich schick zu feuerwerken. Das mache ich aber gleich zwischendurch. Oh, man hört auch was. Entschuldigung, ein Fehler. So. Und können wir gleich mal. Wer sich anschließen möchte, einfach hier auf das Monument betteln. Aber jetzt nochmals zurück. Jasper Halle? Aber nicht mit Doppel-L, ne? Jasper Hale. Viele liebe Grüße. Devilchen ist auch da. Devilchen, Claudia, wie geht es dir? Ich hoffe, es ist alles im grünen Bereich. Normal ist es Ctrl F9, glaube ich. Warte mal, gehen wir eben zurück. Kann ich es dir zeigen? Ich habe das auf ein, weil es nicht spielerelevant ist, auf einen Shortcut gelegt. Nee. Ctrl F9 ist es. Ach nee, falscher Shit. Alt F9 löst bei mir nämlich was anderes aus. F9, ja. Ctrl F9 für an und aus. Und ich habe das halt auf eine Taste gelegt. Jasper ist aus WoW. Huch, ich muss nachladen. Was für ein Blödsinn, dass man da immer nur 50 Kugeln reintun kann. Viel zu wenig. Aber wir haben noch mehr da, was leuchten kann.
Ach so. Nee, Eve und Puppege. Puppge. Man sagt auch PUBG oder so. Wisst ihr, worauf ich warte? Company of Heroes 3. Da warte ich drauf. Endlich wieder vernünftig herummetzeln, Panzer kaputt machen, Gegner in die Ecke treiben. Soll am 23. Soll am 23. Februar rauskommen. Eigentlich schon vor vier Monaten, aber ja, ich weiß, Jasper. Ich finde, PUBG hört sich viel besser an. Für solche Spiele, Jasper, bin ich zu blöd. Ich bin einer, der spielt Sniper Elite. Ist es jetzt 4 oder 5? Warte. Ich meine 5 wäre es. Sniper Elite 5. Das ist etwas, da kann ich mich stundenlang auf die Lauer legen, kann so vor mich hinholzen und überlegen, ob ich den jetzt mit dem Messer kalt mache oder mit dem Snipergewehr oder ob ich mit einer Drilling einfach mal eine Ladung Schrott in den Hintern oder sonst wohin schicke. Das ist ja auch... Für Ben wäre das Spiel wahrscheinlich nichts. Sniper Elite 5, auch die vorherigen Versionen nicht. Denn dafür muss man schon mal geduldig sein. Wenn man alle Gegner lautlos töten möchte oder alle Messer, so eine ganze, einfach nur mal mit einem Messer oder man muss ja nicht immer töten, es geht ja auch in diesem Sniper Elite 5 kann man auch alle nur betäuben. Ich sehe zwar den Sinn da drin nicht, aber Mikios wartet auf Vampire of the... Kann man das essen? Masquerade? Masquerade. Sagt mir gar nichts. Ist das so ein Prügelspiel, wo man sich durch viel Blut und Elben, Orks und Oger prügeln muss? Oder Vampire? Es gibt also verschiedene Sachen. Für mich kann ein Spiel, wenn ich mir Zeit nehmen kann, viel erfüllter sein, als wenn muss nicht Action geladen sein. Sag ich mal so. Denn dann wartet man halt eine Zeit lang, bis man die Routen der Soldaten, die ihre Wache haben, abgehen. Und dann kann man sich von einem nach dem anderen. Aber bei Sniper Elite ist es halt so, es ist nur eine KI, gegen die du spielst. Und es ist halt anders als EVE Online. Gegen Menschen spielen oder gegen eine KI spielen, sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ja, das ist das Schöne an EVE Online. Gegen Menschen spielen. Mit Menschen spielen. Das ist es eigentlich, was es ausmacht. Aber was es interessant macht. Wenn ich mich nachher nicht traue, mir allein in den Keller zu verschmeißen. Ha! Es ist doch nur ein Spiel. Es sind doch nur Pixel. Mr. Secretary, grüß dich. Dir auch ein gesundes neues Jahr. Das ist ja eh etwas, was wir gebrauchen können. Das ist Gesundheit. Huch. Das war eine Eos, die durchs Bild flog. Ich kann keine Horrorfilme gucken, Leute. Kann ich nicht. Ich muss den Ton ausmachen, dann kann ich sie gucken. Aber Horror Games,
sind mir egal. Die triggern mich nicht. Ich spiele sie auch nicht. Ja. Cyberpunk habe ich auch nicht gespielt. Ich habe ein paar Leuten beim Stream zugeguckt und habe gedacht, ja, wenn es Spaß macht. Ist schon. Wir sind so übersättigt an Spielen, die es gibt. Huch, Entschuldigung. Hallo. Bild zurück. Hallo. Wir sind so übersättigt mit Spielen. Es ist immer für jeden was dabei. Ich kann nur meine Frau über die ganzen Jahre, wir sind über 20 Jahre zusammen, ich kann sie nicht dazu bringen, EVE Online zu spielen. Die spielt Solitär, das bei Windows dabei ist, Mahjong, das war's. Ich kriege sie nicht zum Zocken. Ist fürchterlich. Corporal Philip, welcome. This is a German-speaking stream, but you're welcome. I hope you understand a little bit. If you have a question in English, type it in the chat. Anyone can answer your question. Jump and run. Jump and Run ist auch schwierig, wenn ich es alleine spiele, ja früher mal, aber wenn ich es alleine spiele, dann kann ich das, aber es gibt Spieler, die, wenn man dazu zweit spielt, obwohl das beim klassischen Jump and Run ja nicht möglich ist, aber wenn ich zum Beispiel mit Ben, keine Ahnung wie das Spiel hieß, der rennt durch die Mission durch, der rennt nur, der tötet nicht. Oder nur, wenn es unbedingt sein muss. Und ich bin ein Spieler, der langsamer ist, taktischer vorgeht, strategischer und nicht einfach nur gib ihm. Corporal Philip, you can, wie heißt es nochmal, sammeln, Kanalpunkte sammeln. You can, kann mir einer helfen, dass er, Trifloon, you can collect channel points, that's good, for everyone. Danke für eure Unterstützung. Das ist ja das Schöne, das was ihr an meinem Englisch hört, sind Survival Phrases. Das sind Phrasen, 10 Stück, die ich so ungefähr habe, die ich ins Gefecht werfe. Und manchmal schlage ich die auseinander und wurstel irgendeinen anderen Sinn daraus. Aber es reicht halt, Survival Phrases reichen nicht für komplette Sätze. Ja. Das ist sehr hoch, keine Munition mehr. Ich wechsel mal eben das Schiff. Wir machen ja hier nichts Verwerfliches. nice name. And greetings from Jeter. Der ist gut. Warten, weil ich mir sich da bin.
Wie gesagt, kein Gameplay heute. Wir machen einfach nur Talk Talk. Wer von euch spielt denn länger als 10 Jahre EVE Online? Ein Plus für über 10 Jahre, ein Minus für weniger als 10 Jahre. Seit 2010. Seit 2003 auch lange dabei. 2014. Ja, ist doch. Aber 10 Jahre ist auch schon eine lange Zeit. Pausen sind normal. Pausen sind normal. Norge, grüß dich. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Miso auch unter. Pausen habe ich auch gemacht. Also es gibt Leute, die sagen, ich bin länger als 10 Jahre dabei. Oder 10. 2013, nee, länger. Länger. Schau mal, Tiefruhen. Es könnte sein, dass wir uns in Freelancer über den Weg gelaufen sind. Denn Ben und ich sind, weiß ich nicht, haben wir mit O-Game vorher angefangen? Und dann Freelancer oder ist das parallel gelaufen oder wir hatten erst Freelancer am Laufen? Auf jeden Fall Freelancer war, wir sind hinterher auf dem Hamburger Server hängen geblieben. Freelancer, die CD habe ich hinter mir im Schrank. Berlin und Hamburg gewechselt. Ja, also Freelancer war wirklich ein absolut geniales Spiel. Tun wir das mal raus hier. Dann haben wir auch mehr Platz. Ist ja nicht so, als wenn wir zu wenig Feuerwerk da hätten. Warte mal, ich wollte mal eben gucken. Die Spieler, die so lange dabei sind, die haben oftmals Pausen. Und ich freue mich über jeden, der wieder zurückkehrt. Sind das hier Display Launcher oder Festival Launcher? Alle 4 Sekunden. So. Sekunde, ich muss nur gerade ein bisschen. Halloween können wir immer gebrauchen. Das haben wir drauf. Forever Four. Capsular Dawn. Und den Rest davon. So. Nein. Abbrechen. Abdocken. Wer macht sich ein Schiff nur alleine für Feuerwerk? Du bist erst seit Corona dabei. Aber nur so halb gar. Ich kompliziert? Ganz ehrlich? Finde ich eigentlich gar nicht so sehr, was an EVE, warte mal, kompliziert ist, ist es die richtigen Sachen zu finden. Es kann auch sein, dass du für dich entscheidest, einfach mal wieder Pause zu machen. Und später noch mal einzusteigen, weil es ist halt manchmal schwierig, EVE zu spielen. Das Schwierigste für mich war in der Tat, dass wo finde ich was? Wo muss ich was klicken, um irgendwas zu finden? Miso, schönes Emote. Ich bin der Sohn eines Imkers. Matti ist auch da, grüß dich. Ich hoffe auch, du bist gut ins neue Jahr gekommen.
Ups, ich hab mal einen vergessen beim Aufschalten. Lassen wir es krachen. Also erst mal gucken, wo ich bin. Sonst sehe ich, sonst höre ich nichts. Sag mal, wo ist denn mein Schiff? Hier ist Summer. Ah, das wird sie sein. Ja. Die Rook. Man könnte auch noch das das Entosis, den Entosis Link Modul, das rausnehmen und noch einen Launcher reinsetzen, aber ich glaube, das reicht eigentlich. Huch, mir wird schwindelig. Die sind einfach zu lange. Die schalten sich einfach viel zu schnell aus. Die sind viel zu schnell leer. Ein kleiner Tipp, die Festival Launcher schmeißen, glaube ich, alle 4 Sekunden ein Feuerwerk raus und die Display Launcher alle 40 Sekunden, dann sind auch 50 Schuss nicht so schnell weg. Also nur als Tipp. Oh. Wie, das ist noch. Dann nehmen wir halt den. So, machen wir weiter. Feuerwerk ist immer geil. Wie spreche ich dich aus? H8. Ich bin schwierig in sowas. Wenn ich Escher sage, ist auch falsch, ne? Du weißt, dass du gemeint bist. Chaser, alles klar, danke. Könnt auch gerne mal eben in den Waldeck-Stream rüber hüpfen. Ein Follow da lassen. Und wieder zurückkommen. Sollte funktionieren. Nicht dort hängen bleiben. Wo war ich stehen geblieben? Irgendwas mit Feuerwerk. Aber es ist ultra faszinierend, dass Eve hauptsächlich durch Spieler funktioniert. Danke für das Folgen. Chaser. Jetzt kann ich mir das auch merken. Manche Namen muss ich häufiger sehen und dann kann ich das auch aussprechen. Ich bin da Buchstaben-Legastheniker. Ganz fürchterlich. Und auch von dir, Mikios. Lieben Dank. Das Spiel, also es wurde viel, viel nachreguliert. Also CCP hat oft in die Mechaniken eingreifen müssen, weil wir Menschen die Fähigkeit haben, ob sie nur positiv oder negativ ist, herauszubekommen, wie kann man bestimmte Mechaniken am besten nutzen, um einen Vorteil davon zu haben. Das ist das, was uns Menschen eigentlich in den letzten Jahrhunderten, Tausenden von Jahren am Leben gehalten hat. Unsere Kreativität, unser Bedürfnis, alles zu verstehen und Mechaniken zu nutzen. Und das machen wir auch im Spiel. Diese große Industrieanpassung, die ist einfach aus dem Ruder gelaufen, weil wir Menschen keinen Einzelnen, es ist tatsächlich etwas, was ich global so sehe, in der Lage sind, halt
Dinge zu tun und einzelne besonders. Das heißt, es wurden zum Beispiel in dem Fall wurden Ressourcen, ein Ungleichgewicht im Spiel, ja, wurden Ressourcen, war der Abbau von Ressourcen in einer Form möglich, dass so eine Titanhülle für 30, 40 Milliarden ISK zu bekommen war. Das ist, steht in keiner Relation. Und da haben dann halt viele Spieler, Schlachten haben halt nur noch Titans, kloppten auf Titans und das fand alles nur noch in diesem Großcapital-Bereich statt. Die schönen Gefechte, wo Flotten noch richtig ausgewogen waren, auch kleinere Schiffe, wo man mit T1 und T2 Schiffen im Subcapital-Bereich wirklich wunderbare Gefechte zaubern konnte, das funktionierte halt nicht mehr. Und dann hat CCP eingegriffen. Es gibt da auch keinen Schuldigen, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist CCP-Schuld oder so. Nein, das ist einfach eine Mechanik, die... Ja, das war halt so. Das ist nichts Böses und nichts Verwerfliches. Ja. Und da muss halt nachgeregelt werden. Getragen wird das Spiel in der Tat durch viele, viele Community-Mitglieder. Und bevor CCP... Zeige ich euch mal was. Ich lasse das im Hintergrund mal böllern. Danke auch dir für das Folgen. Ich finde deinen Namen nicht mehr, aber du weißt, dass du gemeint bist. Das, was Ben mit seinem Tutorial macht. Die meisten kennen, nein, die meisten nicht, die wenigstens, aber viele wissen halt, dass er die deutschen EVE-Tutorials schreibt. Und er ist da auch, wollen wir ganz ehrlich sagen, in meiner Bubble kenne ich niemanden, der das so toll macht mit den ganzen Mechaniken hier. Hatte. Das ist neu, Verträge sind einzuhalten. Da ist dann alles, dass es Auktionen gibt, Kurierverträge, Item Exchange, Gegenstandstausch in Deutsch. Was man machen kann, worauf man achten kann, wie Verträge in einem Szenario auch verwendet werden können und wie die Analysen funktionieren. Warte mal, habe ich das nicht hier irgendwo auf dem Knopf? Ich hatte da doch. Warte. Gucken, ob das funktioniert. Ne, natürlich nicht. Das kommt jetzt bei Waldeck. Dann machen wir das einfach hier. Ausrufungszeichen EVE-Tutorial. Müsste passen. Jo. Genau. Zeronen.de. Und er macht die so wunderbar, dass selbst ich Depp die verstehe. Und da gibt es aber nicht nur im deutschsprachigen Raum den Ceronin, der das macht, sondern es gibt viele, viele Plattformen, viele, viele Einzelspieler, die solche Tutorials schreiben. In Deutsch ist er für mich in meiner Bubble der Beste. Es gibt aber auch sicher zahlreiche andere. Er hat auch Wissen verliefert, ohne Wikis und Hopoleaks, Adam for Eve. Sind also viele Sachen auch drin, die man dann nutzen kann. Aber dieser Mensch macht dieses Tutorial und hilft dabei anderen Piloten, die neu im Spiel sind, die wieder zurückkommen. Und von diesen Ceronins gibt es mit anderen Namen viele Menschen. Das, was die Streamer in Aufklärungsarbeit machen, um jetzt mal im englischen Bereich Tamiya Cowboy zu nehmen, oder was PvP im Solo oder Small Scale angeht, den Michael Starlight oder ein neuer Stern am Horizont, den Spielhorst, der Try and Error EVE lernt. Aber auch er muss schon mal auf sowas zugreifen. Und das, was die Corps und Allianzen leisten, um Spieler, sage ich mal, auszubilden, ihnen Wege zu zeigen, wie man EVE spielen kann. Ja,
ohne die Spieler, die aufklären und anleiten, wäre Eve gar nicht so lange möglich gewesen. Ja, ein großes, großes Lob an alle Spieler, die sich bemühen, das Wissen in Eve zu verbreiten. Und Moment. Und Spielspaß zu generieren. Das Schildwall und so weiter und so weiter. Genau. Es gibt so viele und ohne diese Spieler wäre, sorry, das Spiel schon vorher im Sack gewesen. Oh. Eine ganz seltene Fehlermeldung. 500, das ist ein Code für interner Serverfehler. Und CCP hat rausgemacht B-R500. Sie haben System B-R500 betreten, besser bekannt als interner Serverfehler. Irgendetwas stimmt hier nicht. Vermutlich eine Störung in uralten territorialen Kontrolleinheiten. Vielleicht wäre dieser Ort sicherer. Und dann halt Hauptseite, Accountverwaltung, Forum, Community-Webseite. Übrigens, das Blutbad. Also irgendjemand bei CCP hat einen ganz, ganz üblen Humor. Im positiven Sinne. B-R500, wem sagt das noch was? Das ist die Seite, wo man dann hinkommt. Das ist ein Artikel von CCP Dolan gewesen, vom 01.02.2014. Das war ein ziemlich heftiges Gefecht. Ich lasse es mal vorlesen, weil ich bin darin nicht immer gut. Mein Vorlesesoftware kann nur mit einigen englischen Wörtern nicht umgehen. Von daher kann sich das schon mal seltsam anhören. Im Universum von EVE Online führen Spieler aus allen Zeitzonen rund um den Globus seit fast 11 Jahren Kriege in großem Ausmaß. Einige Konflikte waren relativ kleine Kämpfe zwischen Rivalen aus benachbarten Sonnensystemen mit vielleicht einem Dutzend Fregatten und Kreuzern, die sich in rasanten Kämpfen gegenüberstanden. Andere, wie der Große Krieg, werden von Zehntausenden von Spielern angeheizt und blühen mit der gleichen Propaganda, Diplomatie und Spionage, Logistik der Versorgungsketten und militärischen Taktiken auf, die auch einen Konflikt in der realen Welt anheizen könnten und die Monate dauern, bis sie gelöst sind und ganze Industriestrukturen auf der Sternenkarte verändern. Finde ich total spannend, was da so überall noch zu finden ist. Ja. Ich sehe auch, du meintest jetzt nicht die Spieler untereinander, die etwas schaffen, die etwas aufbauen und vermitteln, sondern die Ökonomie. Ja, auch. In EVE Online ist es tatsächlich so, dass nahezu, nicht alle, dass nahezu alle Schiffe oder Items, die ihr kaufen können, von Menschen, die irgendwo auf dem Globus sitzen, je nachdem, in welcher Zeitzone gerade aktiv ist. Irgendjemand minert das ab, irgendjemand baut daraus was, irgendjemand hat die BPO kopiert oder geforscht, um daraus etwas zu bauen. Irgendjemand fliegt es durch die Gegend, einer kauft es in einem der Märkte. Und mir persönlich macht das immer wieder eine große Freude, wenn ich mir ein Schiff kaufe, dass ich einfach nur mal mich darüber freue, dass irgendjemand das Ding mal gebaut hat. Ist einfach so. Und das ist das, das ist halt einfach das Faszinierende. Basti, ja, führt das nicht zu einer Inflation? Ich bin jetzt nicht so der Wirtschaftsguru, aber CCP muss ja auch immer wieder mal nachregeln, eingreifen in diese Marktbewegungen. Dieses Wirtschaftssystem funktioniert, weil auch Schiffe immer verloren gehen. Es gibt Leute, die streiten sich, dass das Ganking im Highsec möglich ist und fordern einen Raum, wo man halt nicht abgeschossen werden kann. Eine Sicherheitsstufe, wo halt
das Ponyland ist und das Einhornland. Aber glaub mir, es wird immer Spieler geben, die die Möglichkeit finden, diesen Raum dort für sich zu nutzen. Schiffe, ob es im 0-0 in Kriegen ist oder im Low Genking, Highsec Genker, die gehören zu der Mechanik dazu. Das ist so ein bisschen das Darwin'sche System. Das kann sehr bitter sein für den Einzelnen, der dort tatsächlich in Monaten sich eine Fracht zusammengebaut hat, erspielt hat, ermeinert hat, gebaut hat und will das jetzt nach Gita bringen und auf der Strecke verliert er sein Zeug. Glaub mir, ich habe das auch alles schon erlebt. Aber das ist so. Sachen müssen kaputt gehen in Eve. Ich weiß, das Thema triggert einige Leute sehr, aber lasst euch nicht triggern. Es ist einfach so. Sachen müssen kaputt gehen, damit es Leute gibt, die etwas ermeinern, etwas bauen, das in den Markt stellen und für Ersatz sorgen, dass ja, für das, was kaputt gegangen ist. Das ist eine Wertschöpfungskette. Ich freue mich immer, wenn irgendwo in irgendeiner Region ein riesengroßer Krieg ist, fange ich an zu jubeln. Was für Schiffe werden gebraucht? Dann guckt man dann in die Kampfberichte rein, welche Seite fliegt, welche Schiffe, das nennt sich dann Schiffsdoktrinen, die dann auch schon mal gewechselt werden. Und das ist halt irgendwo, ja, Teil der Mechanik. Sonst würden die Leute, die in diesen Räumen spielen, wo man nichts verlieren kann, sitzen dann hinterher auf Milliarden Summen von ISK, haben schon alle Schiffe, nichts, was man irgendwie noch kaufen kann. Und das würde ich echt langweilig finden. Ja. Genau. Der Nervenkitzel, Chaser gehört dazu. Wie gesagt, ich kenne den Frust selber. Als ich angefangen habe, habe ich wie heißt das? Ich vergesse immer alles. Ist normal. Ihr kennt mich. Ich vergesse immer alles. So, wir sind hier. Konstellation Anni. Heckmarkt ist hier. Das heißt, von da aus geht es in Low Richtung Yita oder 20 Sprünge außen rum. Das ist das, wo wir leben. Und ich komme eine ganz schöne Strecke, ne? Aus dem Solitude. Solitude konnte man damals nur durchs 0-0, durch Syndicate reinfliegen oder durch eine sehr lange Low Pipe. Und ich habe hier wie geisteskrank alles zusammen ermeinert, gebaut und bin raus und im letzten System. War es Pertinere? Ich weiß es nicht. Irgendwo hier muss es eine lange Verbindung geben. Eren, das ist Octanere, das ist wieder was anderes. Ja, ist auch letztlich egal. Aber da habe ich dann mein Schiff verloren und ich war selber schuld. Ich habe einfach zu viel Fracht in dieses Ding geschoben. Und ich stand schon an der Grenze zum Hai und habe gesagt, dadurch mal eben geht. Und die Schmutzpuckel haben mich am letzten Gate tatsächlich abgefangen. Und hätte eine Maus... Nein, damals hatte meine Maus noch eine Kugel, aber ich habe richtig auf die Maus gedroschen. Die Kugel habe ich der Maus, Microsoft-Maus, nicht durch den Schädel hauen können. Aber das ist sehr ärgerlich. Aber man kann halt dazu lernen. Ne? Wenn ihr irgendwas durchs Highsec transportiert und ihr müsst so bei den üblichen Verbrechern vorbei, wie hieß das? Sekunde. Mein Kopf ist gleich wieder da. Uidama. Ich weiß noch nicht mal gucken.
Uedama ist so ein System, da wird regelmäßig gatecampt, das ist ein 05er-System. Und wer jetzt da reinfliegt mit einem Frachter, 3 Millionen Fracht drin, der wird weggecampt. Na, das ist, es gibt halt so Systeme, wo man dann einfach mal guckt. Ich habe jahrelang mit Fuelblocks gehandelt. So, und damals wollte ich die Dinger immer noch alleine fliegen. Und wenn man damals zu den damaligen Preisen Nitrogen-Fuelblocks transportiert hat und wollte den Capital-Frachter im Highsec durch Uedama durchbringen, dann durfte man nicht voll machen. Dann wäre nämlich knapp 3B drin gewesen. Nein. Allerhöchstens 800 Millionen. So, das heißt, ihr müsst die Frachtmenge, die ihr eigentlich reinpassen würde, dreimal da durchfliegen. Und die haben euch vorher schon ausgescannt. Dann seid ihr das Schiff los mit Fracht. Das ist einfach so. Ne? Also das ist auch etwas. Luschi, schöne Grüße nach Kanada. Ich hoffe, du bist... je nachdem, wo du bist, hattest du ein schönes Feuerwerk. Kanada. Wollte ich immer mal hin. Ne? Ich glaube, Albion, der wahre Basti, für mich ist Eve nicht kompliziert. Das ist aber... Das ist nur eine Frage der Übung und der Leute, die du findest als Ansprechpartner. Ja. Das Einzige, was wir nicht vermitteln können, das ist Erfahrung. Erfahrung. Das muss man selber machen. Ja, es gibt ein paar Tricks und ein paar Kniffe, wie man etwas macht, wenn man schon ein bisschen Erfahrung hat. Das geht über das Tutorial von Ben, das ich vorhin irgendwie hier reingebracht habe. Über das Tutorial von diesem Link, wo alles wunderbar erklärt ist, beginnend etwas leichter mit ersten Informationen und nach zum Ende hin ein bisschen komplizierter. Ihr könnt ihn auch anschreiben über unseren Discord. Da werden auch Fragen beantwortet. Nein, also Eve ist nicht kompliziert. Es ist kompliziert zu erkennen, was wo ist, ja. Also CCP hat in den letzten Jahren... Es geht wieder alles aus. Lumpenpack. Könnt ihr nicht selbstständig... Moment. Muss eben wieder... Es gibt, hat CCP sehr schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Die haben die, Sekunde, ich schalte eben um. Die haben, ist jetzt deutsch, für die meisten ist die deutsche Website ein bisschen schwierig. Die haben Tutorials gemacht. Wo ist es denn jetzt? Hallo, wo sind denn die? Welten von E, Fanfest, Gunjack, Valkyrie, nein. Kostenlos spielen, Spiel herunterladen, Spielzeit hinzufügen, Systemanforderungen. Leitfaden für Anfänger. Kräftig hervorgehoben, dass es jeder sofort findet, vor allem jeder Depp. Wo man sich tatsächlich schon vorher ein bisschen einlesen kann. Also hervorragend, wie man das machen kann. Es gibt Agenten, die einen ins Spiel reinleiten. Die sind alle neu gemacht. Und ich finde, hätte es das damals schon gegeben, hätten wir heute viel weniger. Ja, es ist also, ich finde es grundlegend Informationen, dass man ein Sandbox-Game ist, dass man quasi unsterblich ist. Dazu gibt es dann auch noch animierte Filme und Gemeinschaften bilden, was ein Klonstatus ist. Das ist
das ist das, was SCP in 22 rausgekloppt hat. Was auch bitter nötig war. Ja, welche Imperien es gibt, das ist so unglaublich viel, auch hier an Tutorials. Die einem erklären, noch und nöcher. Und für die speziellen Fragen ist es am besten, sucht man sich andere Ansprechpartner. Ja. Ja, stimmt, da sind auch hier unten die Community-Ressourcen, da haben wir auch Wikis zu. Barcode zum Beispiel hat ein wunderbares, einen wunderbaren Blog zum Thema Overview-Settings, die auch heute noch gepflegt werden, wie man die am besten einstellt, wie es funktioniert, was man machen muss. Ich glaube, sind die schon wieder ganz neu? Da hat sich doch was geändert. Ist eine wunderbare Seite, habe ich mir damals viel drüber angelesen. Was in EVE nicht so gut, warte mal. Version 4.76. Müssen wir mal. Weiß ich nicht, ob es jetzt schon brandneu aktualisiert ist. Aber das ist. CCP hat da viel gemacht. Slushy, it's great. Es ist um Fabo. Du kannst 10 Leute fragen, kriegst verschiedene, 10 verschiedene Antworten. Das ist halt einfach so. Die einen sagen, es ist umfangreich, die anderen sagen, es ist kompliziert. Ich finde es einfach nur ein geniales Spiel, was Spielspaß über Jahrzehnte hat. Zwei Jahrzehnte hat. Wie gesagt, so manches, da haben die Spieler dann haben dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Das ist dann halt so. Ups, falsch Knopf gedrückt. Denn jeder hört irgendwann mal auf, weil das Leben sich verändert. Piloten werden Familienväter. Studieren, gehen ins Ausland, obwohl da kann man auch EVE Online spielen, aber da verschieben sich irgendwann einmal bei jedem Mensch die Prioritäten. Und Spieler hören auf, fangen wieder an. Claudia, darf ich dich hochziehen in den Stream? Es gibt auch Frauen in EVE. Richtig nette. Ich mach's einfach mal. Ich gehe mal eben runter und frag's. Hey. Hallo. Grüß dich. Groß Neues. Darf ich dich mit hochziehen? Sicher. So. Wie bist du ins neue Jahr gekommen, Claudia? Oh, ziemlich ruhig, ne? Also für mich ziemlich ruhig, aber naja, geballert wurde natürlich reichlich. Aber sowas von. Das war irgendwie total übertrieben. Ich habe auch oft gehört, dass ausverkauft war teilweise und also ich habe so das Gefühl gehabt, die Leute mussten das nachholen nach 2 Jahren, nachdem sie das nicht durften. Deshalb haben sie 300 Euro bekommen als Energiekostenausgleich und direkt in den Sand. In den Sand gesteckt nicht, aber Sand gesetzt nicht. Wir haben auch hier oben gesessen, wir sind nicht rausgegangen. Das war so ein Geböller, das hatten wir in all den Jahren, wie wir hier oben wohnen, noch nicht erlebt. Und deswegen, Ingame-Böllern macht viel mehr Spaß. Ja, das stimmt. Guck mal. Kraval Pascal. Er hat zwischen 2013 und 2015 gespielt, musste aber wegen der Arbeit aufhören, aber so langsam juckt es wieder.
Pascal, das ist so. Es gibt Spieler, da erzeugt das Spiel einen gewissen Sog. Ein Zeitfresser. Ich empfinde das so nicht, weil wenn ich nicht spielen möchte, mache ich aus. Skillen tut das Ding von alleine und die Produktion die Produktion laufen ja weiter, auch wenn ich mal nicht dran bin. Aber wenn man in bestimmten Korps und Allianzen ist, dann muss man halt Flotten mitfliegen und irgendwas erfüllen. Und dann kann das natürlich einen Stress ausatmen. Chaser bittet mich, dich zu fragen, was Eve für dich ausmacht, Claudia. Bitte was nochmal? Was macht Eve für dich aus? Boah. Ja, das Feeling, die Atmosphäre, ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja. Die Menschen. Genau. Man kann sich ein Stück austoben. Warum ist das Feuerwerk schon wieder weg? Greetings from Yita. Es geht nichts über den frischen Geruch von Schwarzpulver in einer Silvesternacht. Ja, ich kann das verstehen. Ich habe ja früher auch geböllert. Frag mich nicht nach Sonnenschein. Jetzt bin ich im 56. Lebensjahr und ich glaube, ich brauche das nicht mehr. Diese Böllerei. Wir tun immer halt nur die Tiere leid. Ja. Also die Haustiere halt auch, ne? Ja, auch die Wildtiere. Auch die Wildtiere erschrecken sich. Jo, grüß dich. Viele liebe Grüße in die Schweiz. Ja, das Böllern in Eve genügt mir auch. Das ist, wie gesagt, vielleicht ist das auch, wenn man jünger ist, dass man das dann hart toll findet. Aber ich habe auch eine Zeit lang auf dem RTW, auf dem Rettungswagen bin ich mitgefahren und Silvester so abgesprengte Finger, zerrissene Hände, schwere Prellungen, die durch diese Druckwellen, weil irgendein Seppel meint, er müsste jemand was in die Tasche stecken oder in die Kapuze und es da richtig krachen zu lassen, so ein D-Böller oder was es da inzwischen gibt. Naja, wenn man Österreich, sorry. Ja, so gewesen ist, ansatztechnisch, ja, in Berlin hat mein Vater Unterarm verloren, achtjähriges Kind schwer verletzt und solche Geschichten, da packst du dich doch echt am Kopf, ne, also. Ich meine, wir waren damals richtig braun. Ich hörte noch, wie der Nachbarsjunge sagte, pass auf, der verbrennt sich jetzt richtig die Finger. Es ging darum, Feuerwerksraketen aus der Hand zu starten. Das geht natürlich, wenn man den Stick erstmal richtig greift und entsprechend dann loslässt. Wenn der quasi der Explosivkörper von der Hand weg ist und man die Hand hierhin hält, dann geht das. Sowas Verrücktes würde ich heute nicht machen. Jo schreibt auch, in Österreich ist ein junger 17-Jähriger gestorben. Ja, das ist jedes Jahr auf Neue ist das so. Aber ich kann auch den Reiz verstehen. Ja. Ich hab halt kein Umfeld, das böllert. Und dann brauche ich das auch nicht. Ich hab das eine Zeit lang sehr faszinierend beobachtet. Ihr müsst dazu wissen, ich trage unter anderem links eine Beinprothese und irgend so ein Seppel fand es unheimlich toll, mit mir die Knaller vor die Füße zu werfen. Und dann habe ich ihn beim Ärmel gegriffen, habe ihn zu mir hingezogen, habe mich auf den richtig übelst auf den dicken Böller drauf gestellt
richtig, habe ihn wieder weggedrückt und habe gesagt, du wirfst mir nochmal einen Böller vor die Füße. Dann glaub es mir, dann drücke ich deinen Fuß auf den Böller. Und da machte das Kabum. Er kriegte richtig große Augen, als ich ihn dann weggedrückt habe, gesagt, nie wieder. Das hätte sonst eine dicke Prellung gegeben am Fuß. Aber das konnte er ja nicht wissen. 18 war er. Ja, das haben wir jetzt jedes Jahr. Also ich würde mich freuen, ich gönne es jedem, aber ich würde mich freuen, ich würde lieber der Kommune... Nee, würde ich auch nicht. Aber wenn das... In anderen Ländern wird es kommunal geregelt. Ich glaube, Paris ist schon lange Silvesterknallerei und Raketen verboten. In anderen Städten und bestimmten Straßenzügen, in Köln und Düsseldorf auch. Entschuldige bitte, dass ich dich in die Schweiz verschoben habe, Jo. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ja. Unfälle würde es immer geben, da hast du recht. Chaser. Das ist so. Mein Feuerwerk ist wieder ausgegangen. Also ich muss es wirklich sagen. Das geht alles viel zu schnell leer. Aber es fehlt schon. Es fehlt schon der Duft. Der Duft des Feuerwerks. Nein, ich habe mir schon vor Jahren angewöhnt, das, was wir an Böllerei ausgeben würden, das an Organisationen zu geben, die damit was Anständiges anfangen. Nämlich Leuten helfen und Tieren helfen. Das ist, kann auch nicht jeder, aber das mache ich schon seit... Es gibt ein Projekt, das habe ich dieses Jahr unterstützt. Sekunde. Das ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Nein, das ist mein Stream. Warte mal. Und zwar Flatbush Cats. Das ist, Flatbush ist eine Stadt in New York, Brooklyn, ein Brooklyner Stadtteil. Die habe ich dieses Jahr. Bing ist so scheiße. Als Suchmaschine. So, jetzt kann ich umschalten. Das ist diese Organisation, die machen, die gibt es wirklich, die sind in Ordnung. Das sind wirklich, ja, Leute, die was tun. Und zwar gibt es dort in dem Stadtteil Flatbush eine unheimliche Schwemme an Katzen. Und die sammeln die Katzen ein, versorgen sie medizinisch. Es wird, sind Kastrations- und Sterilisationskampagnen werden gemacht. Und was ich ganz toll finde, die resozialisieren Katzen. Kleine Katzen, aber auch große Katzen. Und unser Silvesterböllergeld ist dieses Jahr in diese Organisation gegangen, weil ich mir gedacht habe, muss nicht immer Deutschland sein. Deutschland ist auch gut, aber ich finde das halt wichtig. Das sind schöne Sachen. Ich würde jetzt sofort draufklicken und mir die angucken, aber das würde vielleicht den einen oder anderen von euch langweilen. Deswegen machen wir das einfach so. Horst die Raid. Hi, Udo, Spielhorst ist da. So, kriegt ihr hier den Link von den Flatbush jetzt? Könnt ihr euch mal angucken. Ist wirklich eine interessante Sache. Vielleicht gibt es sowas Ähnliches bei euch zu Hause oder in angrenzenden Ländern, wo man dann sagen kann, das tut mir jetzt nicht weh. Gibt es, finde ich gut. Aber das muss jeder für sich so entscheiden, wie es geht. Schon wieder Run Out of Charges. Fürchterlich.
Sekunde. Gab es eigentlich irgendwelche großen Neuigkeiten, die angekündigt wurden? Also ich habe immer das Gefühl, zwischen Weihnachten und Neujahr geht SCP in den Winterschlaf. Bratwurstgöre, grüß dich, schön, dass du da bist. Aktuell läuft, glaube ich, noch die Rabattaktion. 50% Rabatt auf Omega und Multi-Character-Skillung. Aber mehr war nicht als die großen Pakete, die sie durchgejubelt haben. Nichts Neues. Großes neues Jahr. Spielhorst. Vielleicht an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ein kleines Shoutout für den Spielhorst. Der Spielhorst heißt in Wirklichkeit Udo. Und er streamt auch EVE Online. Und sollte er gleich online sein, machen wir dann auch den Raid zu ihm. Zodiac, auch dir. Du denkst daran, wenn Marky Dragon in seinem Shop irgendwo wieder was Günstiges hat, mit dem Rabattcode Waldeck, kriegst du nochmal 3% Nachlass. Der Udo, der Spielhorst, ist für heute fertig. Alles klar. Aber noch haben wir ein Stündchen. Und so lange solltest du Kanalpunkte schnauern. Das gehört sich so. Hat man mir gesagt. So. Nachladen. Claudia, was machst du gerade? Machst du irgendwas in EVE oder? Ich bin gerade gar nicht online. Ich gehe gerade meinen Papierkram durch, den ich noch von der Arbeit bekommen habe heute, weil ich ja ganz Dezember ja nicht arbeiten war. Ich hatte ja meinen Urlaub genommen. Jetzt hast du aber den ganzen Urlaub genommen, oder ist immer noch was über? Nö, jetzt habe ich meinen neuen Urlaub mit 35 Tage. Das ist immer so schön, wenn man im Urlaub krank wird, dann muss man ja den Urlaub nachnehmen, meistens nach dem Krankenstand. Und dann kommt die nächste Infektion an. Hast du denn für dieses Jahr, Claudia, irgendeinen Vorsatz, den du erfüllen möchtest? Nein, sowas habe ich mir erst gar nicht angewöhnt, weil ich jetzt in der Regel sowieso nicht durchziehe. Also ich habe es fast geschafft. Ich hatte mir für 2022 vorgenommen, regelmäßig und kontinuierlich die Streams Uncut für den folgenden Stream hochzuladen. Erst als mich dieser dumme Infekt ergriffen hatte, bin ich damit in Versuch gekommen. Das kann dann vorkommen. Hello, ISD Atlas. O7 auch dir. Damit bin ich tatsächlich dann im Oktober, November, also irgendwann im November hatte ich die Pest. Ja, Anfang November. Und dann habe ich vergessen, dann habe ich es einfach nicht mehr geschafft, die Dinger hochzuladen. Und dann war schon Winterschlaf angesagt. Also mein Vorsatz für dieses Jahr, ich möchte den Stream bei Baldic auf dem Kanal, also jetzt nicht hier bei CCP, obwohl könnte man auch, einfach ein bisschen frischer machen, zu personalisieren. Ja, das Ganze einfach wieder bunter zu machen, zeitgemäßer. Das ist das, was ich mir... Und natürlich die Streams regelmäßig dann auch hochzuladen. Ja. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe. Zodiac, der Rabatt ist tatsächlich... Also ich habe einen Charakter, wo ich zwei Accounts im Moment skillen möchte. Ich habe das mit Plex gemacht. Und es würde aber auch ziemlich günstig, verhältnismäßig günstig, in ganz in hohen Gänsefüßen. Wenn du eh deinen Account plexen möchtest und bräuchtest die zweite Schleife, ist das momentan das Angebot. Ist aber noch immer, warte mal, 94 Euro, knapp 95 Euro für ein halbes Jahr.
Und wenn du sagst, ich brauche den Multicharacter nicht, dann bist du irgendwie bei 83, 84 Euro, glaube ich. Und von daher ist es eigentlich schon ein Schnäppchen. Seong Sumin, dir auch einen guten Morgen. In welcher Zeitzone sitzt du momentan? Ein Cluster-Update? Warte mal. Oh. Danke, Jo, für den Link. Ich habe es gerade erst gesehen. Ihr wisst, ich lasse immer übersetzen und ihr dürft jetzt mitlesen. Morgen am 3. Januar 2023 werden wir kurz nach der Downtime ein planmäßiges Wartungsupgrade des Eve Search Clusters auf Tranquility durchführen. Dies hat zur Folge, dass dynamische Spieldaten wie zum Beispiel Spieler und Unternehmensnamen nicht sofort in diesen neuen Cluster eingepflegt werden, sondern über einen Zeitraum von ca. 24 Stunden Suche auffindbar sein werden. Meine Güte. Also wenn jemand irgendwo auf seinem Server irgendwas sucht und es wird nicht gefunden, versucht es 24 Stunden später nochmal. Von CCP Paragon gepostet. Solche Hinweise sind wichtig, ja? Seong hat nur durchgeschlafen. Du, habe ich eigentlich auch. Meine Frau hat mich nur Weihnachten verpflichtet. Da durfte ich nicht lange schlafen. Am 28. war unsere Tochter zu Besuch. Auswärts, da mussten wir hin. Und dann habe ich ihr gesagt, jetzt muss ich aber mal durchschlafen. Und dann habe ich tatsächlich, vor 14 Uhr bin ich nie aus dem Bett gekommen. Smash, grüß dich. Dir auch ein frohes Neues sei gewünscht. Ja. Ich bin gespannt auf 2023. Erstmal das 20-jährige Jubiläum. Wir böllern noch kräftig in Ida. Einfach so. Mal was können. Heißt die Atlas. Oh, frohes Neues. Richtig, ja, stimmt. Matti ist da. Lorg ist im Hintergrund. Ja, wir haben jetzt halt kein Gameplay, sondern einfach mal nur Schwätze. Ich glaube, es ist hessisch. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, Atlas, da schreibst du was. Schon wieder einen Tag her und ich denke kaum noch daran. Das ist interessant. Also bei uns in der Region kann das eine Woche dauern. Solange sagen die Leute frohes Neues zu dir. Nach einer Woche lässt es dann nach. Ich weiß nicht, es kann an der Nähe zum Rheinland liegen. Also Düsseldorf ist nicht weit weg und Köln auch nicht. Obwohl die Wuppertaler eigentlich mehr zu den Westfalen gezählt werden sollten. Weil das, was die unter Karneval verstehen, ich bin auch eher ein westfälischer Granitkopf. Muss ich wirklich sagen. Ja, und seit 18 Jahren darfst du dir einmal wieder anhören, dass Eve tot ist. Das ist ja auch so ein Thema. Ich meine, so, wollen wir ehrlich sein, der Blackout war wirklich fürs 00 ganz, ganz übel. Aber aus irgendeinem Grund wollten sie das mal ausprobieren, dass sie den Local so machen wie in Wurmlöchern. Das Industrie-Patch, das große, das musste auch sein.
Das hätte man auch anders machen können, aber die Notwendigkeit musste sein. Dann aber ab Jahresmitte diesen Jahres hin, also übers Jahr 2022, sind viele interessante Änderungen gekommen. Die Starter-Missionen wurden überarbeitet, die neuen Spieler werden in Tutorials weitergedankt. Das R-Programm, das ist klasse. Spieler, die neu in EVE sind, die werden herangeführt, was das Spiel im Prinzip ausmacht, und können leichter in Mechaniken eintauchen und sich ausprobieren, bevor sie sich in irgendwas festlegen wollen. Das finde ich. Jetzt muss ich tatsächlich was nachladen. Dabei ist das Bild so schön. Was ist denn alles leer? Bin ich das noch? Ach doch. Sekunde. Was ist denn nicht mehr da? Da ist doch sicherlich noch was anderes. Kann man das nicht einfach nehmen? Davon haben wir auch noch. Was mache ich hier eigentlich gerade für Blödsinn? Geht das nicht auch so? Viele Wege führen nach Rom. So, den starten und den starten. Das wieder zumachen. Claudia, ich habe die Tage überlegt, hast du dich mit dieser Fountain-UI mal auseinandergesetzt? Nein, also ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, auch wenn die da was mit neuen Reitern etc., damit habe ich mich nicht befasst. Ich komme auch momentan gefühlt nicht zum Spielen. Nicht wichtig. Weil ich mich da gerade so ein bisschen reingucke, die mehreren Fenster sind für den einen oder anderen gut. Was ich begrüßen würde, wäre tatsächlich, dass man die Farben kontrastreicher einstellen kann für Menschen, die wirklich nicht gut sehen können. Das ist dann noch nicht da. Da vielleicht kommt dann noch was. Also ich bin mir sicher, dass da noch was kommt. Aber ich kann dir nicht sagen, wann. Ja, du weißt doch, Mühlen malen langsam. Ja, aber CCP ist immer sehr positiv eingestellt, wenn sie barrierefrei ermöglichen. Alleine der Farbenblindmodus, der so vielfältig ist auf die verschiedenen Formen von Farbenblind und auch von Benutzer definiert, aber dir hilft es nicht. Nein, mir hilft das nicht. Ich habe ja keine Rot-Grün-Schwäche. Und von daher, aber es ist halt viel möglich. Es wäre halt nur schön, wenn man die Texte in den Missionen größer machen könnte oder alternativ vorlesen lassen. Das ist alles möglich. Also wie gesagt, das geht sogar in anderen Spielen. Vorlesen lassen, ja. Ich weiß gar nicht, würde das mit meiner App funktionieren hier? Nee. Also CCP, ISDs, die gerade zuhören, wir haben Leute im Spiel, die teilweise, wenn sie zwei Augen haben, vielleicht haben sie auch ein Auge und nur wenige Prozent Sehschärfe anwesend, ist Claudia hier. Wenn es da Anpassungen gäbe, wäre das schon schön. Was hilft dir mehr? Farben anpassen? Schwarz-Weiß, Kontrast? Ach nee, hattest du gesagt, vorlesen lassen. Also das wäre schon... Ja, bitte, Atlas. Also das Ding ist halt, bei langen Texten ist Vorlesen besser als selber lesen, weil das strickt doch schon ganz schön an. Mhm. Auch wenn es dann eventuell kontrastreich ist, also... Ja, verstehe ich. Das ist egal, in welchem Spiel so. Ja, ich wollte gerade mal ein Beispiel zeigen, weil ich selber hab's zwar nicht mit den Augen, aber ich kann in der Tat durch Schmerzmittel und Krankheit einfach nicht gut lange lesen.
Erste Zeile, zweite Zeile, dritte Zeile. Was war in der ersten Zeile? Erste, zweite, dritte, vierte. Moment. Fangen wir wieder von vorne an. Also so geht das bei mir. Und deswegen nutze ich auch für lange Texte immer eine Vorlesesoftware. Hört sich ein bisschen seltsam an. Ich mache jetzt einfach mal so drei Zeilen bis zum nächsten Punkt. Verdammt, wer schreibt denn die ganzen Fließtexte bei CCP? Treue Kapselpiloten. Die spannende neue narrative Erweiterung von EVE Online ist jetzt verfügbar. Und es wird Zeit, sich Uprising anzuschließen und zu kämpfen. Die brandneuen Navy Dreadnoughts Oats und Zerstörer bringen nicht nur mehr Abwechslung auf das Schlachtfeld, sondern auch eine furchterregende neue Optik. Ja, also einige Wörter, die werden, also englische Wörter kann natürlich ein deutsches Programm nicht übersetzen. Und wenn dann so Uprising und Dreadnoughts werden dann ziemlich böse, übelst ausgesprochen, aber das kann man Text-to-Speech. Ja, das ist auch, also in WoW ist das mittlerweile auch für Blinde und Sehbehinderte gut möglich. Also das finde ich auch klasse. Ja, also das ist voll im Kommen gerade. Das fehlt in der Tat. Ich sehe gerade nicht, was ich drehe. Vor allem, dass man sich dann die einzelnen Chatkanäle auch dann so einstellen lassen kann, ob man das vorgelesen haben möchte oder nicht. Ja, das... Also das ist schon ganz praktisch, weil für mich ist auch das jedes Mal den Reiter switchen manchmal echt ganz schön nervig. Ja, den Reiter überhaupt zu finden. Ja. Also das war jetzt die deutsche Vorlesesoftware. Ich habe dafür auch noch eine englische. Dann hört sich das englisch vorgelesen ein bisschen besser an. Ich mache auch nur bis zum ersten Ausrufungszeichen. Loyal Capsuleers, EVE Online's exciting new narrative-driven expansion is here and live now. So it's time for you to choose your fight and join the uprising. Ja, also... Hören Sie nichts. Habt ihr nichts gehört? Nein. Nein, du hast nichts gehört, weil du den Stream nicht anhast. Doch, ich hab den nebenbei am Laufen, aber ich hab wahrscheinlich den Ton leider auf stumm. Du hast den Ton auf stumm. Very British. Jo, ja, das ist, muss ich zugeben. Es ist aber die einzige Sprache. Ich könnte sie ein bisschen schneller stellen. Dann würde ich, wäre das Ganze, sag ich mal, ein Ohr verträglicher. Vielleicht kann ich mal eben zeigen, was das... Claudia kann es, nutzt es, glaube ich, nicht. Sie hat eine andere Vorlese-App. Ich habe die schon seit 5, 6, 7 Jahren in Verwendung. Sekunde. Irgendwo gab es doch da einen Knopf, wo man... warum einfach? Nein, auch geändert. Sowas aber auch. Info. msreader.com, das ist diese Seite. Also, die Software selber, msreader, ist, soweit ich weiß, gratis. Man muss sich halt nur eine Sprache dazu kaufen, die einem behagt. Ist also katalanisch, niederländisch, russisch, polnisch, japanisch, chinesisch, koreanisch, alles dabei. Ich habe nur Deutsch und Englisch dazu geholt. Und nein, auch wenn Gudrun eine Premium-Stimme ist, sie ist nicht gut. Definitiv. So. Also, anpassen, Vorlesesoftware ist ein ganz großes Ding. Wie gesagt, das ist nicht selbstverständlich. Da würde ich mich riesig drüber freuen, wenn das ein bisschen... man da so ein bisschen was tun könnte. Alles klar, Jo. Bis dahin. Dir auch noch einen schönen Abend. Grüß bitte deine Frau und streichel die Hunde von mir. Und überhaupt alles, was an Vierbeinern und Zweibeinern und Federn hat. Grüß. Immer knuddeln. Ja, danke. Ja. Was erwarte ich von EVE Online in 2023? Ich
Vorlesen wäre eine coole Funktion, ja. Problem ist, das hatte CCP Aurora mal, ist schon länger her, als die EVE-Partnerschaft aufgemacht wurde. Also vor etwas über 2 Jahren hat CCP Aurora auf dem EVE-Partner-Discord einfach mal mitgeteilt, wie lange es dauert, bis Änderungen ins Spiel eingebracht werden können, also implementiert werden können. Und sie sagte dann, jede Änderung, auch die kleinste, braucht mindestens 3 Monate, eher 4, bis diese Funktion oder was auch immer im Spiel eingebracht werden muss. Ich denke, dass das, was CCP letztes Jahr in 22 eingebracht hat, sei es, dass das R-Programm überhaupt entwickelt wurde, dass die Starter-Missionen, dass es dazu Videos gibt, wunderbare Texte, auch in Deutsch, obwohl ich manchmal über manche Übersetzungen stolpere, wo ich dann so denke, das könntet ihr eigentlich besser, indem ihr einfach mal fragt. Das sind alles Dinge, die wahrscheinlich schon vor einem Jahr geplant und angefasst wurden. Also das wird seine Zeit gebraucht haben. Und ich möchte nicht wissen, was die anstehenden Änderungen für 23, dieses Winter Nexus, das können sie dann theoretisch aus der Konserve nehmen. Aber Uprising ist als Gesamtpaket schon unheimlich komplex. Da arbeiten die Entwickler teilweise, das Konzept muss ausgearbeitet werden. Dann ist auch Marketing dabei. Dann müssen die einzelnen Fachabteilungen von den Entwicklern, die ja auch ihre Spezialisierungen haben. Ein Server-Admin kann kein Spielinhalt entwickeln. Das sind teilweise verschiedene Arbeitsgruppen, die sich gegenseitig zuarbeiten, wo dann wiederum in der Mitte jemand sitzt, der das koordinieren muss. Und ich weiß nicht, was in der Pipe drin ist für 23, aber ich 2022 ist schwer zu toppen mit Uprising. Aber ich denke, dass CCP das schafft, da noch mal was draufzulegen. Bin ich mir sicher. Ghost, nee. Infos über die Überarbeitung von dem Corp-Management habe ich nicht. Definitiv nicht. Ja. Trini, ich bin gerade erst dazugekommen und eventuell wurde es auch schon gesagt, du kannst über den Browser vorlesen lassen, bei Bedarf auch übersetzen. Die beste Stimme ist der MS Edge Browser. Ja, ich habe ihn in Edge extra ausgeschaltet, weil er mich genervt hat. Also meine Kombination ist tatsächlich meine Software, die ich verwende. Neuerdings, was ich auch sehr interessant finde, ich benutze DeepL als Übersetzungstool. DeepL.com, ein ursprünglich wissenschaftliches Projekt. Als Beta-Tester habe ich da Zugang zu. Und die Übersetzung ist jetzt in dem Fall relativ leicht. Einfach den Text markieren, den man haben möchte. Und dann, Sekunde, so, und dann hat man den direkt darunter und daraus kann man dann auch vorlesen lassen, aber das ist nicht so eine schöne Stimme. Also zumindest nicht in Deutsch. Aber es geht tatsächlich auch aus dem Browser. Ich hätte gern, dass es in EVE gemacht werden kann. Das wäre auch mir eine Hilfe.
Neue Inkom-Schiffe. Ja. Wunder. Es sind ein paar Sachen angekündigt, aber da bin ich nicht drin. Da würde ich euch bitten, zur gleichen Zeit streamt Ben diese Woche Mittwoch bei Twitch, genauso wie hier. Zeigt das auch. Ich poste gleich auch noch einen Link dazu. Sekunde, ich wollte mal eben erstmal den Link zu Ben. Spielhaus? Nein, die nicht. Das ist, wie gesagt, derjenige auch, der die deutschen EVE-Tutorials da zusammenklöppelt. Mittwoch 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Das ist die Twitch-Seite von Ben. So, und neue Schiffe sind da nicht schon welche eingepflegt worden? Das waren aber, waren das jetzt nicht Faction-Schiffe, die neu eingepflegt wurden? Bin mir nicht sicher. Yes, I'm Gold Boy. Da wird man neidisch, wenn man das sieht. Ja. Ich weiß, ich flexe damit auch immer gern mal ein bisschen. Aber diesen Level 5 Fetisch, den lebe ich aber auch tatsächlich nur auf diesem Char aus. Alles andere nicht. Ich bin tatsächlich ein. Guck mal, da sind noch graue Schiffe, es geht gar nicht. Aber die Skills sind schon drin. Ich glaube, das ist die Seite, die alle gerne sehen. Kann man das nicht in Zwischengrößen machen? Nee. Ihr wisst gar nicht, wie viel Geld man mir schon geboten hat. Da ist tatsächlich alles, was auch nur geht. Selbst die Titans sind auf Gold gesetzt. Du hast ja gar keine Sprungfrachter geskillt. Doch, ein Sprungfrachter kann er. Naja, also ein Capital-Frachter sollte er können. Weil. Nein, da kann er Frachter. Kaldari, weiß ich nicht. Den Sprungfrachter hat er tatsächlich nicht. Könnte ich vielleicht zum Schluss noch reintun. Ist ja im Endeffekt nur ein Skill, den er noch braucht. Für den schreien Schiffskill. Ich da wirklich keinen drauf? Nee. Ist nur die Obelisk. Kommt noch. Ach, aber es. Doch. Nee. Ach so, das wäre die Fenrir gewesen. Die Nomad und die Fenrir. Nee. In der Tat nicht. Kein Sprungfrachter. Ich schäme mich. Ja, aber echt. Das geht ja gar nicht, Frank. Ja, Zodiac. Höhe auf 5. Ja. Nein, also ihr wisst, ihr dürft keine Chars gegen Euro oder andere Währung tauschen. Die einzige Möglichkeit ist, den Char über den Char-Bazaar gegen ISK zu verkaufen. Theoretisch geht es auch, wenn ihr aufhört mit EVE und wollt den Char weitergeben, dann, oder ihr wollt ihn verschenken an einen guten Freund oder eine gute Freundin, die sich freuen würde, dann könnt ihr das vereinbaren und dann könnt ihr das auch mit einem ISK regeln. Wichtig ist nur, dass der Austausch über das EVE-Forum läuft. Also dass die Korrespondenz zwischen dem Handel in euren Accounts im Forum ist, weil die sind mit den Chars verbunden. Ja, so kann CCP dann sagen, okay, ein ISK ist geflossen, du übergibst den Account an den
und nicht den Account, den Char an die Person, die das obligatorisch bezahlt hat. Und dann geht das auch. Es muss halt nur über das SCP-Forum laufen. Ja, Ghost, Titan Skills 24b, die Skillbooks für ein Titan Char kostet 6b. Und es sind alle drin. Die Forum Marketplace, genau. Für den Transfer zahlt man in der Regel die 20 Euro. Ihr könntet aber auch anfragen, das ist aber ein nicht generell, sondern im Einzelfall Entscheidung vom Game Master, sagen hier, ich möchte das mit Plex bezahlen. Das ging ja früher auch, dass man das mit Plex bezahlt hat. Aber in der Regel zahlt man für den Transfer dann die 20 Euro. An irgendwas kommt man nicht vorbei. Ich guck mal eben in den Char-Browser rein, da können wir ja mal rüber gucken. In der Regel sind die Chars heute nur noch das wert, was an Skillpunkten drin sind. Das sind hier bei dem Char, den wir gerade gesehen haben. Lass mich nicht lügen. 371 Millionen Skillpunkte auf Runde 372. Lassen wir 370, reicht ja. Man bekommt nur das, was man mit den Extraktoren hinterher rauszieht und was das dann wert ist an Injektoren, die man in ISK wandeln kann. Ich wollte eben gucken. Sekunde, bin gleich wieder da. So, wo ist der? Da muss ich mich eben einloggen. Sekunde. Mit dem möchte ich mich aber nicht einloggen. Muss ich auch nicht. Machen wir anders. Ich weiß sicherlich, wäre ich anders schneller. Nein, da haben wir. Hallo, hallo, moin, Derafin, grüß dich. Auch hier der kleine Shoutout. Derafin streamt auch. Eve Online, Erstschlag ist auch hier. Grüß dich, Stefan. Das ist der. Der Link zum Char Bazaar. Und da kann man dann WTS, WTB, was denkt ihr, was mein Char wert ist? Und hier ist zum Beispiel ein Char, der aus 2003 ist, aber so gut wie keine Skillpunkte hat. Selbst die gehen unterm Hammer. Ja. Der ist schon geschlossen. Beast of Pilot, 241 Millionen Skillpunkte. Was möchte er denn haben? Also da kann man sich so durchfühlen. Oh. 220 Billion. Startgebot 130. So geht das halt. Ne? Einer mal schreibt seinen Auftrag rein, sagt dann, hey, ich möchte den verkaufen, dann einigt man sich über den Preis. Man kann auch dann immer wieder mal bumpen, sodass dass der eigene Thread nochmal hochgezogen wird. Und man wird sich dann einig, schreibt demjenigen eine Prism War. Gut, schreibt dann demjenigen eine Nachricht und sagt, hey, ich möchte den haben zu dem und dem Preis. Dann ist das quasi unter Beobachtung von CCP. Die sorgen dafür, dass sichergestellt ist, dass das ISK ankommt beim Verkäufer und dass der Char ankommt beim Verkäufer. Ja, sonst könnte man ja ISK rüberschieben und der andere sagt, danke, war ein fairer Deal von dir.
Ich verkaufe ihn dir nicht mehr, aber danke fürs Geld. Einfach, es ist einfach ein sicherer Transfer und wir haben halt... Ups, ihr seht das gar nicht, ne? Sorry. Oder habt ihr das doch gesehen, nur ich sehe es nicht. Egal. Ist halt wie so treuhänderisch auch. Folgende Situation, die ist immer wieder... was auch immer wieder vorkommt, ist, dass irgendjemand seinen Charakter verschenkt hat. Und kommt nach ein paar Jahren wieder und sagt dann, oder hat ihn verkauft. Und dann kommt er nach ein paar Jahren wieder und sagt dann, der hat mir den Char geklaut. Dann habt ihr Jahre in den Char investiert und ihr könnt nicht belegen, dass er den verkauft hat. Auch immer sehr ärgerlich dann. Für die deutschsprachigen Zuschauer, ihr könnt auch Erstschlag in Deutsch schreiben. Er wird aber nicht in Schweizerdeutsch antworten. Glaube ich. Ich hoffe, bei euch ist alles im grünen Bereich und die Zwillinge sind gut in 2023 angekommen. Ghostmaster, Ghost, du hattest 2012, 2013 Probleme. Ja, wie gesagt, meine Chars, also Ice Cream Man war auch ursprünglich nicht meiner, den habe ich über den Char Bazaar gekauft, damals für 200 B. Ich werde keine Tipps geben, wie man das machen kann. Also wenn ein ISD wie ISD Atlas ist da oder Forgefire, kann das in Englisch machen. Tipps, wie man irgendwie was noch anders machen könnte, werde ich mich nicht äußern. So. Weil das geht, ein Transfer außerhalb des E-Forums ist bedenklich. Würde ich nicht machen. Ist schwierig. Also Mari Synthesis, du könntest das mit jemandem planen, sagen, hey, ich bin bereit, dir meinen Chart zu geben, weil ich aufhöre, müsste das dann aber über das Forum offiziell dann auch nochmal schreiben und dann ist es in Ordnung, denke ich. Also so habe ich das auch schon gemacht. Genau, Discord muss über den Discord, nein, über das Forum gemacht werden. Ja, ISD Atlas schreibt, es auch Scams im Bereich des Charaktermarktes sind absolut verboten. Das ist also, das ist übel. Selbst bei leichten Unregelmäßigkeiten kommt auch immer der Hinweis, dass von Game Master weiß der Henker, wer immer der Hinweis, denkt dran, Account Sharing ist nicht erlaubt und auch so, nichts anderes. Also da ist CCP sehr, 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 sehr streng. Erstmal kann es euch auf die Füße fallen. Ihr wisst nicht, ob der Char geklaut ist, der Account, mit dem ihr dort kaufen wollt, außerhalb. eBay hat das vor ein paar Jahren schon begonnen zu unterdrücken. Früher wurden viele, viele Chars über eBay vertickert. Es geht nicht mehr. Ist auch gut so. Und ihr riskiert tatsächlich das Geld, was ihr bezahlt habt, und der Char ist dann weg. Schreibt er selber. Ja. Mikios, richtig, das kann CCP gut, wenn es darum geht, einen sehr alten Account zu reaktivieren. Das heißt, wenn ihr jetzt, sag ich mal, tatsächlich 2003, 2004 angespielt habt, habt die Charaktere noch aus der Zeit, habt aber nicht gespielt,
Und ihr habt noch nicht mal mehr die E-Mail. Überlegt mal, wie lange das her ist. 20 Jahre, mindestens, sagen wir mal so. Dann kannst du, wenn du vielleicht noch die Kreditkartennummer, die wechselt man ja nicht einfach so, dann kann es sein, dass ihr damals mit PayPal, gab es damals PayPal schon? Nee, Kreditkarte war damals. Dass wenn ihr die Kreditkartennummer habt, vielleicht noch Mails von den Transfers, ihr kriegt euren Account wieder. Wenn TCP genau nachvollziehen kann, dass du Eigentümer dieser Kreditkarte eine Mail zu dieser Transaktion mit der Transaktionsnummer vielleicht noch, du kriegst den Account zurück. Finde ich total klasse. Okay, Eisdi Atlas, hab auch eine gute Zeit. Man sieht sich. Ich freue mich, dass du da warst. Auf Seven. Also. Habe einen Alt von einem Account auf einen neuen transferiert. Da gab es einen auf den Deckel. Warte mal. Ein Alt von einem Account auf einen neuen transferiert und dann gab es einen auf den Deckel. Das verstehe ich nicht. Also ich habe das auch schon gemacht und da ist nichts passiert. Die Chars, wenn sie, auch wenn sie verschiedene Mailadressen haben, ihr solltet natürlich nicht hergehen, einen Fantasienamen, einen Fantasie-Geburtsdatum zu hinterlegen. Das sind Sachen, die sollte man nicht machen. Aber nehmen wir tatsächlich mal hier den Char, den ich gerade online habe. Ice Cream Man. Wenn wir da einfach mal in die Info gehen. Ich ziehe das auch mal darüber. Dann sehen das alle. Man kann sehen, warte mal, eine Biografie, eine Beschreibung, Orden. Dass der Char, wie oft ist der transferiert worden auf verschiedene Accounts? War doch nicht unter, doch unter Anstellung ganz unten, ne? Da unten. Char-Transfer 8. Den habe ich 2007 verschoben. 2008, 2008, 2015, 2018, 2019, 2020, 2020. Und da ist nie was schiefgegangen. Ich habe von 15 Accounts runter reduziert im Laufe der Zeit. Und dann habe ich den halt ein bisschen hin und her geschoben. Also da gibt es keine Probleme mit, definitiv nicht. Sollte es nicht. Es kann natürlich Schwierigkeiten geben, wenn die Accounts nicht irgendwo einer Person zugeordnet werden können. Halt Beispiel nicht den richtigen Namen drin haben und ein erfundenes Geburtsdatum. Das kann in der Tat vorkommen. Ich glaube auch Name. Name ist auch auch über Charpazar von mir gekauft worden. Der war so schön geskillt. Den habe ich gesehen und habe sofort gewusst, das muss ein Deutscher sein. Der war so sauber geskillt. Das ist übrigens hier auch, da läuft jetzt ein Titan Level 5 Skill durch. Und immer wenn der, immer wenn der voll ist und ich verpenne, dass er durch ist, läuft immer ein anderer Skill nach, den ich irgendwann mal brauchen könnte. Wenn der voll ist, dann nehme ich 5 Skill-Extraktoren. Da gibt es auch einen extra Ordner für Dienste Temp. Da sind jetzt 10 Extraktoren drin. Die ziehen dann halt die Skillpunkte da raus. Dann wandle ich die um zu einer bestimmten Zeit, wenn sich das finanziell lohnt, verkaufe ich die Injektoren gegen ISK und kaufe dann Plex oder so ähnlich. Ja, der ist ausgeskillt. Der hat seine zwischen 220 und 224 Millionen Skillpunkte und er wird einfach jedes Mal
leergelutscht, um diesen Account zu finanzieren. Aber auch er hat Jans Verlauf. Ich wollte die Name. Wo bist du? Ja, das ist halt. Jetzt nach unten gehen. Auch 8-mal transferiert. 2008, 2009, 2014, 14, 15, 15, 16, 16. Da bewegt sich auch nichts mehr. So, wenn wir DT-Linker schauen, dann haben wir meine drei Main-Accounts durch. Das ist alles, das ist mein Mining- und Forschungschar. Da möchte ich noch ein bisschen dran skillen, aber letztlich ist dieser Char auch schon durch. Da sind nur 5 Transfers drin. Interessant. Ein Char von 2006, der mehr Skillpunkte drauf hat als ein Char von 2003. Hier auch 2010, 12, 13, 14 und 2020, der wird auch nicht mehr transferiert. Aber das ist Mining und so weiter und so weiter. Da sollte es aber eigentlich definitiv keine Probleme geben. Nikios, genau. Zweiten Account über Namen, Kreditkartennummer und die Originalregisternummer lassen sich die gesamten Accounts reaktivieren. Blood Raider greift die guten Galnet Skins ab. Ich hoffe, er hat viel Glück und nichts Doppeltes dabei. Wie gesagt, sie ist, da wird noch ein bisschen geskillt. Ich glaube noch, ja, das ist es eigentlich. Dann ist sie auch ausgeskillt. Outpost Construction, Starbase Defense Management 5, Cloning Facility Operation 5, Black Ops 5 und Jump Portal Generation 5. Und dann ist die durch. Dann mache ich mit DT-Linker das, was ich mit Nama jetzt schon mache. Das heißt, ich bezahle da schon seit längerer Zeit nichts für, aber jetzt wird sie dann tatsächlich eine Extraktorfarm. Und die letzte Skillung müsste dann ein Galente Titan, glaube ich, sein. Ich bin mir nicht sicher. Nein, nicht Ausrüstung. Da wollte ich hin. Nagel dich nicht drauf fest. Nee, das ist nicht ein Galente Titan. Das wird die Rohrqual sein, die ich dann jeweils anlutsche. Warte mal. Rohrqual ist bei Oro. Ja, da ist sie. Und das ist dann hinterher der Char für die Extraktorfarm. Es sind natürlich viele, viele Jahre Zeit drin, um das zu ermöglichen. Aber auch einfach Spezialisierungen. Wenn ich irgendwann mal aufhöre mit Eve, womit ich weiß ich nicht, ob ich damit aufhören werde, dann werde ich die wahrscheinlich über den Char-Bazar verschenken an Leute, die ich kenne. Aber das wird noch dauern. Glaubt es mir. What kind of skins do you got? Nicht viel. Da gibt es not enough. Das können wir ja nachgucken. Das kann auch jeder nachgucken. Ähm,
sag mal, wo ist denn jetzt die Lackierung? Pilotendienste, Anpassung. I have 1385 ship skins in this char. And Ice Cream Man has the most skins of all of my chars. Ich hoffe, das verstehst du. Moll. Kaufst du noch Skins, Claudia? Bitte? Kaufst du Skins oder? Nee. Was denn? Da gebe ich dir einen Tipp. Wenn du Freitag Zeit hast. Freitag bin ich nicht da. Ich hab einen Geburtstag. Dann nächsten Montag. Gibt es auch ja, wieder. Werden auch wieder Skins verlost. Du kennst doch mein Glück. Ja. Vielleicht verschenke ich einfach auch wieder mal was. Ich weiß immer noch nicht, weiß irgendjemand von euch, welche Partnerskins die nächsten sind? Ich weiß es nämlich nicht. Wir hatten ja sonst immer die Scope-Skins. Und von denen gab es 25 Stück. Gehen wir an den Station Trader. So. Scope-Skins. Die waren da drin. 25 Stück. Aber was ist mit 2023? Da ist doch noch frisch. Gerade 2 Tage alt. Naja, es ist trotzdem schön zu wissen. Geht euch das nicht auch so? Vielleicht gibt es dann die Garnet-Skins, aber die. Ein anderes Thema für 125 Millionen. Die sind ja kaum noch was wert. Kaum in Anführungsstrichen. 130. Die Golem, die läuft immer noch gut. Und ich denke auch die Harbinger. Oh, sorry. Aber die sind wie gesagt durchgelaufen, 25 Stück. Und ich weiß nicht, was noch dazu jetzt kommt. Wissen ist besser als nichts wissen, klar, ja. Definitiv. Ja, also ich würde mich überraschen lassen, was kommt. Weihnachten ist vorbei. Ja, und? Geburtstag habe ich es. Momente. Und. Falsch. Schließen. Ich bin halt ein Mensch, der lieber vorher weiß, was kommt. Sag ich mal so. Irgendwo wurde in einem Stream gesagt, welche Skins wiederkommen. Ich habe meine nämlich auch. Wenn es der Danger Game Dev war, dann kann man das ja bei Twitch nachgucken. Das ist ja, sage ich mal, kein Problem. Das ist ja kein Problem. Muss man nur auf die CCP-Seite wechseln? Ich habe jetzt. Nein, war doch richtig. Entschuldigung. Auf die CCP-Seite wechseln.
Oh, schlechte Idee. Ganz oft. Ganz viel Waldeck. Nein, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Doch, war richtig. Videos. Nicht empfohlen, sondern frühere Übertragungen. Ja, ja, es geht jetzt weg. So. Ja, da könnt ihr alle Streams auch nochmal schauen. Wie gesagt, einer meiner Vorsätze ist, dass ich die Streams wieder regelmäßiger bei YouTube hochlade. Denn es gibt sehr wohl Zuschauer, die Twitch schauen, YouTube schauen. Und Multistream werde ich nicht hinbekommen. Dann müsste ich mehrere Chats im Auge halten und ich bin jetzt schon überfordert. Aber da werde ich mal gucken, was da noch in den verschiedenen Dev-Streams drin ist. Kann man immer noch. Also Blood Raider räumt ab. Finde ich schön. Booty, Navy Isho. Ist okay. Bootix ist schön. Kann man auch gut fliegen. Meine Güte. Hast du irgendwelche Channel Points zum Einlosen beim Skin Spiel hier Dingens? Claudia? Ja, hab ich, aber da käme eh nur eventuell einer bei raus. Naja, einer ist gut. Ist mehr als einer, mehr als keiner. Glaub. Sekunde. Nein, ich habe erst 6.900. 7.000. Es dauert noch was. Ich habe ja erst kürzlich richtig abgeräumt. Es war, glaube ich, das Verhältnis war beim Alliance Tournament und das Verhältnis war, glaube ich, 2,5 oder 3,5 zu 1. Das heißt, ich habe sehr hoch auf den am schlechtesten gerateten gesetzt und dann bekam ich daraus waren 3,75 einmal das, was ich gesetzt hatte. Also das hat sich gelohnt. Und da habe ich dann alles eingelöst, was, also ich habe keinen Garnet-Skin, den ich nicht habe. Das finde ich nice. Dennis! Frohes neues Jahr! Einlösen ganz einfach im Chat. Ich habe den Command jetzt nicht im Kopf oder drückt man einfach nur auf das Galnet-Symbol. Löst die ein. Einfach unten auf deine Loyalitätspoint. Also du hast unten rechts Chat, dann das Zahnrädchen für die Chat-Einstellung und da links neben müssen deine LSPs sein und da klickst du dann einfach drauf. Und da kannst du dann, links steht da wahrscheinlich 10.000 Kanalpunkte Random Galnet Streamcast Skin. Siehste, Train Tori, viel Glück. Bei mir ist es links. Matti. Hier noch eine ganze Kanne Tee stehen. Ja, so einfach. Aber wenn es der Nachbar doch nicht wusste, Dennis. Es ist auch vor allen Dingen korrekt zu fragen. Ich sag nur, Marie,
das IGN, damit verknüpfst du deinen Ingame-Char mit deinem Twitch-Account. Ja. Damit man die Kanalpunkte dir auch zuordnen kann. Du kannst das kontrollieren mit Ausrufungszeichen IGN. So mache ich das mal. Und dann sieht man da, dass mein Streaming-Account Waldeck verknüpft ist mit meinem Ingame-Charakter Waldeck. Würde ich das jetzt ändern wollen, dann mache ich Ausrufungszeichen IGN und schreibe dann zum Beispiel Nama dahin. Das ist auch einer meiner Accounts. Und dann würde das so verknüpft werden. Ne? Guanto hat jetzt mit seinem Ingame-Charakter Sam Crank verknüpft. Und das Ganze funktioniert dann so. Du führst das, dass du legst, investierst deine Galnet, deine Kanalpunkte und kriegst dann random irgendeinen aus dem Programm und der wird dann als Item, nicht als Code, ne? Als Item gelangt das dann auf deinen dem Charakter, den du mit IGN verknüpft hast. Guck mal. Sag bloß, ihr habt das nicht gewusst. Steht auch dann Eve to Twitch, IGN registered, und wenn du jetzt da unten links auf das süße Symbol klickst, wo mindestens 10.000 Loyalitätspunkte drin sind sollten, kannst du dir einen zufälligen Skin daraus fischen. Das ist auch der Grund, warum viele von denen, die hier sind, die aber kein Deutsch sprechen, dem Kanal folgen, solange wie er on ist, um halt diese Kanalpunkte abzugreifen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mach's doch genauso. Das, Matti, das wird wahrscheinlich sogar funktionieren. Ich hab's noch nicht ausprobiert. Also wenn Matti jetzt hergehen würde, würde IGN auf Waldeck machen, das kann sein, dass das dann funktioniert. Machst das doch jetzt nicht wirklich. Ja, wenn du genügend... Warte, ich lock mal eben... Matti. Ich lock mal eben die T-Linke aus und locke Waldeck ein. Die sind auf dem gleichen Account. Der Waldeck... Char, der macht gar nicht so viel. Der macht nur Transportlogistik. Ich danke dir. Ich guck gleich. Moment. Verrückter Hund. Na, wo ist er denn? Der Waldeck. Da kommt er. Sekunde. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier... Das könnte auf die Telinka gelegt sein. Wenn er hochkommt. So. Nein, da ist Waldeck. Sag bloß, der hat jetzt den John Violence genommen. Da müssen wir aber nochmal machen. Nee, warte. Es kann eine Weile dauern, bis die E-Mail im Spiel eintrifft. Okay. Gucken wir mal. Dauert ein bisschen, bis Eve da ist. Solange gucken wir uns den schwarzen Bildschirm an. Ja, tolles Bildchen. Was denn? Ja, schwarzes Bild ist doch was Schönes. So kontrastarm. Genau. Also das ist, manchmal ist das mit den großen Schiffen in den Hangars ein bisschen blöd, wenn man nur eins drin hat, ne? Mit dem Aussehen hier. Ja, das ist eine Real. Das ist das, was Waldeck macht. Sprungfrachterlogistik, nichts anderes. So, dann gibt es eine Nachricht. Ups.
Ich hoffe, das konnte jetzt keiner lesen. Sekunde. Müsste mal eben was ändern. Sekunde. Ja, sag mal. Ja, sag mal. Sekunde. Und es war schon fünfmal um. Ja, ich weiß. Nur ich finde. Ah, ich hab's. Muss nur schneller sein. Ein Brutix Navy Issue. Ich habe das ja versehentlich, wenn jemand anders den einlöst, VOD brauche ich nicht. Ich muss nur schneller sein. Das passiert mir schon mal. Aber so ein Harbinger, das ist auch ein schönes Schiff für den Galnet Skin. Eaglewood, ja auch ein frohes Neues. Ja, notfalls über das VOD einfach einen grauen Schleier legen. Aber das Wichtigste ist einfach nur schneller sein. Wir können auch gleich mal gucken. Sekunde. Weil ihr könnt den Code ja, sage ich mal, überall einlösen. Und demnach sollte der jetzt hier unten rechts drinne sein. Und den lösen wir dann auch hier ein. Vielen, vielen Dank, Matti. Irgendwie finde ich die schön. Wenn wir sowas jetzt noch in tiefblau bekommen und in so einem tiefroten Rot. Hübsch, ne, Matti? Interessant. Fast, ja, Magenta, fast wie die Telekom-Werbung. Das ist richtig. Ja. Nur IGM, Headless. Jetzt müsste ich das ja bei mir hier wieder ändern, sonst macht Matti das noch 10-mal. Machen wir auf Aufnahme. Weil wenn ich das dann auf weil da gucke ich nicht so oft, was geschrieben wird rein. Und bei meinen drei Main bin ich eigentlich zack. Da gucke ich täglich rein. So viele Punkte hast du nicht. Ich würde mich auch darüber freuen. Ich weiß jetzt nicht, den Gutix habe ich, ich glaube, bei Ice Cream Man drauf. Name fliegt die nicht. Und wenn die doppelt ist, dann kann es auch sein, dass ich den dann einfach an jemanden weitergebe, verschenke oder verlose, wo ich denke, dass
der die Person da vielleicht etwas mehr Freude mit hat, weil Skin ist, brauche ich nicht, definitiv nicht, und Plex brauche ich auch nicht, definitiv nicht. Ich habe mich da irgendwann mal sehr gesund gestoßen und dann kann man sowas lieber mal weitergeben, als dass es bei einem herumliegt, bis der Preis irgendwann einmal durch die Decke geht. Ich meine, der Rutix-Skin, das verkauft man nicht, das verschenkt man. Woll, bist du doch sicherlich genauso. Und bevor ich den reindrücke auf den Char, wo ich 100% weiß, dass der niemals dieses Schiff liegen wird, ich hoffe, ich habe deine Erlaubnis, den gegebenenfalls auch zu verschenken. Das wäre schön. Fetzner, grüß dich. Donkel-Okterchen? Da hat wohl jemand den Buchstaben verdreht. Onkel-Doktorchen. Nice. Ja, Matthias, wär mir recht, wenn ich. Weil, wie gesagt, Ice Cream Man hat alle geilen Skins drin. Und einfach reindrücken, wo es nicht sinnvoll genutzt werden kann, dann würde ich das lieber so machen. Ich bin Buchstabenlegastheniker. Also, sobald die Buchstaben nicht so sitzen, wie sie sitzen sollen. Ben hatte mal die Marotte. Alles klein zu schreiben, ohne Punkt und ohne Komma. Das kann ich nicht lesen. Ich muss dann gucken, wo ist. Nein, wenn da kein Komma hin ist. Nein, der Satz hat zwei Bedeutungen, je nachdem, wo ich das Komma hinsetze. Und wo muss der Punkt hin? Dann habe ich gesagt, beantworte ich nicht. Reagiere ich nicht drauf. Das hat er zweimal gemacht und dann. Nie wieder. Hat er sich dran gehalten. Ja, es ist. Mag für ihn ja bequem sein, weil er hat ja das gedacht, was er ausdrücken wollte und das geschrieben. Aber derjenige, der es liest, der weiß ja nicht, was er damit meinte. Also Komma und Punkt ist Mindeste. Groß- und Kleinschreibung ist mehr Latte. Der Fuchs ist da. Ne, der Fu ist da. Komm, wir essen Opa. Ist bestimmt schon alt und ranzig. Ich glaube, das schmeckt nicht. Der Opa? Man sagt ja auch, man soll lieber junge Forellen und Karpfen essen und die alten schwimmen lassen. Wachsbär. Grüße von hier über die halbe Welt in die USA. Ich hoffe, es geht dir gut und bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich freue mich immer, wenn wir Zuschauer haben, die quer auf der Welt verteilt sind. Also Australien hatten wir schon, Österreich, USA, freue ich mich drüber. Amy, hallo, auf Seven auch dir. Kannst du eingrenzen, wo in den USA? Würde mich interessieren. Pennsylvania. Müsste ich jetzt tatsächlich genauer gucken. Denn ich weiß, wo die USA ist. Aber die einzelnen Staaten? Ich will dich nicht falsch einordnen. Ostküste, ja. Dann bist du doch dichter dran als ich dachte. Wikipedia ist so geil. Wisst ihr, was ich als kleiner Junge gemacht habe? Wir hatten so ein kleines technisches Lexikon. Und das habe ich irgendwo in der Mitte irgendwann mal aufgeschlagen und habe mich dann durch die einzelnen Begriffe, wieder ein anderer Punkt, der mich interessiert, und immer so komplett durch das Lexikon. Irgendwann habe ich es, glaube ich, auswendig gekonnt. Aber inzwischen ist es alles wieder vergessen. An der nördlichen Ostküste
der USA habe ich viele deutschstämmige kennengelernt oder habe die Beobachtung gemacht, dass dort viele Menschen, wo vor ein, zwei Generationen deutsche Herkunft waren. Definitiv. Das ist aber jetzt Nebraska. Da braucht man jetzt nicht hin. Viele liebe Grüße zurück. Gummi Prime. Cool Name. Auf was ihr Namen hier kommt. Richtig gut. So. Und jetzt lass uns mal gucken, was wir um diese Uhrzeit immer machen. Guck mal erst so, wo wir gleich den Raid hinmachen. Sollte nach Möglichkeit ein deutschsprachiger Eve-Streamer sein. Wenn ich das nicht finde, dann... Oh, keiner da. Dann... Schwierig. Wartet mal, wen ich da finde, der es gebrauchen kann. Nee, den nicht. Den auch nicht. Mal so eine Frage unter euch. Mistland? Was ist das denn für ein Spiel? Ist es ein Indie-Game? Ich hab hier den Olaf, den Captain Pierce. Er spielt kein EVE Online, ist aber ein cooler Typ, ein richtig toller Familienvater, der ein Spiel spielt, das ich nicht kenne. Ihr werdet euch Valheim, genau, Valheim heißt, glaube ich, das Spiel. Und ihr werdet euch EVE verteilen. Es ist in Deutschland Zeitzone gleich Abendessenzeit. Als ich jung war, sehr jung war, aus einer kleinen Stadt 2 Stunden von Stuttgart weggezogen. Dein Deutsch übersetzt du, übersetzt ich weiß nicht, wie ich dich aussprechen soll. Warbear. Du weißt, dass ich dich meine. Dein Deutsch, ist das noch aus der Familie? Oder bist du so jung gewesen, dass du das Amerikanische besser kannst als das Deutsche? Also ich würde mich freuen, wenn du in 2 Wochen wieder hier bist. Und ja, wir können einfach mal ein bisschen reden. Ich finde das immer interessant, Menschen zu treffen, die einfach in einer anderen, ja, vielleicht auch tatsächlich in jungen Jahren dort eingezogen sind, so was so diese Mentalitätsunterschiede sind, Kulturen, finde ich Austausch, Warbear, alles klar, danke. Das mache ich immer sehr gerne. So, jetzt muss ich nur noch den richtigen Kanal finden, damit ich den Raid auch richtig initiieren kann. Ich bin da nämlich teilweise ungeschickt drin, weil ich im falschen Kanal bin und da dann den Raid initiiere. Das geht ja gar nicht. So, ihr Lieben, ich lasse den Stream noch wenige Minuten laufen. Happy New Year, Echo the Wizard. all good. My English is... auch nicht so gut. Ah.
Ich bin in Deutschland nicht zur Schule gegangen. Gut, dann warst du zu jung dafür, Warbear. Du machst das aber gut. Wichtig ist, dass du dich verständigen kannst, sei es mit einfachen Sätzen. Und der Rest ist nicht wichtig. Ob das richtig geschrieben ist, ob Kommas richtig sitzen oder nicht, das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass man dich verstehen kann, und das tue ich. Tun wir. Und Google Translation ist eine sehr gute Sache. I use DeepL. And survival phrases. Ich glaube, da hat sich noch keiner beschwert, ja, wenn man darüber was übersetzt hat. Nein. Es ist auch in Ordnung. Wenn man etwas nicht so hundertprozentig gut kann. Wo ist denn jetzt mein Captain Spears? Sekunde. Wir machen den Raid gleich. Ihr könnt noch Kanalpunkte sammeln. Ich bin wieder Brain AFK. Aber Olaf Captain Spears ist definitiv eine gute Wahl. Hatte ich ja schon gesagt. Cooler Typ. Netter Typ. Klasse Familienvater. Ich glaube, bei ihm läuft gerade Werbung. So. Und jetzt. So. Und ich danke euch vor allen Dingen fürs mit dabei sein. Ich hoffe, ihr konntet viele Skins einlösen, habt noch Punkte sammeln können und hattet einen schönen ersten Advent, seid gut reingekommen. Ich bin hier bei CCP TV als Gaststreamer alle 2 Wochen, das heißt am Freitag und am Samstag wechselt sich das in 2 Wochen ab, also jeden zweiten Montag bin ich auf diesem Kanal, und ich würde mich freuen, wenn ihr alle wiederkommt und ich euch nicht zu sehr vergrault habe. Es ist aber okay, wenn ihr auch wegen der Kanalpunkte nur da seid. Ich habe euch lieb, ganz sicher. Und ich danke dir für das Einlösen deiner Kanalpunkte. Musste man auch mal ausprobieren. So. Habt eine gute Zeit. Genau, danke, danke, Matti. Du hast genau mitgekriegt, was mir fehlte. Ich wusste nämlich nicht mehr, wie Captain Pierce tatsächlich geschrieben wurde. So, ich mache den Raid. Claudia, ich danke, dass du mit dazu gekommen bist. Hat mich gefreut. Gerne. Und wir gehen jetzt rüber zu Olaf, aka Captain Pierce, und gucken ihm ein bisschen auf die Tastatur. Ciao, ciao. Ich hoffe, der Raid funktioniert diesmal. War jetzt sehen. Ich bin auf jeden Fall auf dem Kanal von CCP. Das sollte funktionieren. Der Raffin, hau rein. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Seid ihr schon drüben? Der Timer läuft nur runter. Warum sehe ich den Timer nicht? Das weiß ich nicht, warum du das nicht siehst. Das ist aber blöd, wenn man das nicht sehen kann. Das finde ich richtig blöd. Ich heul gleich. Ah. Okay. Der Timer hat noch nicht mal Halbzeit. Hat er Halbzeit schon. Ich glaube, ich kann den auch nicht beschleunigen, denn das ist ja nicht mein Kanal. Ich meine, ich habe die Rechte, um Raids auszuführen, aber ich sehe jetzt hier nicht, wo da ein Timer läuft. Geht gleich los. Ich bin ganz nervös. Ja, Amy, auch mal ein bisschen albern sein. Ich bin oft viel zu ernst. Bin aber lieber lustig. Jetzt? Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg?
Jetzt war da. Okay. Augenblick. Endcard gedrückt. Warum drücke ich eigentlich die Endcard? Ist völliger Blödsinn. Das wird wahrscheinlich eh, doch, da sieht man dann. So,